So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Es ist wieder so mal soweit. Ein neuer Raid-Boss-Wechsel steht im Haus. Katagami ist verschwunden, war ja bei uns. Eviltal kommt in die Raids, Eviltal kommt zurück. War schon mal da, haben wir schon geraidet. Ich habe das 100er auf 50. Aber das Shiny ist für mich auch neu. Ja, es kann Shiny sein. Wir haben wieder mal die dümmste Arena der Welt gefunden. Wir möchten nämlich wieder einen Community-Raid machen zur Begrüßung. Live an der Arena, vor Ort, mit Video hochladen, 10 Leute einladen. Und guckt euch an, wo ich schon wieder herkam. Tief aus dem Wald. Da unten ist eine Hütte. Angeblich ist das die Arena. Dabei sieht die ganz anders aus. Hier ist alles freies Feld. Es ist windig, es ist kalt, es nieselt, es ist alles nass, es ist alles eklig. Und wir stehen wieder mal an Heiliger Grundkanzel. Warum? Irgendwie geht gefühlt immer der erste Raid mitten im Wald auf. Gut, Schutz, Hütte, Ottilienruh ging vorher auf, aber da weiß ich nicht mal, wo die ist, weil die einfach am anderen Ende der Stadt auch mitten im Wald ist. Jetzt steht hier immer so schöne Bank. Das ist richtig genial, aber die ist natürlich komplett nass. Und hier oben habe ich ja meinen super Tisch, wo ich mich beim letzten Mal beim Community Raid mit Katagami gesetzt habe. Der ist auch komplett nass. Die Bank ist nass. Ich habe jetzt hier einen alten Schlüpfer aus dem Auto geholt und da hingelegt, dass ich mich kurz während des Raids da setzen kann. Der Tisch dann irgendwie hier vorne rum, ganz weit weg. Hier waren also Menschen. Ich glaube nicht, dass sie geraidet haben. Der Baum über mir schützt wenigstens ein bisschen vor der Nässe, ne? Wir gucken jetzt mal, wer sich alles angemeldet hat. Wir gucken gleich auf die Konda, wir gucken gleich auf alles. Denn 10 Uhr ging auch die Fashion Week los. Kann ich ja mal hier was einblenden, wer das nicht mitbekommen hat. Ansonsten Fashion Week Event ab 10 Uhr gestartet. Viele neue kostümierte Shinies. Käuf, Waff, wie ich immer sage, auch komplett neu. Eviltal in den Raids, um den kümmern wir uns jetzt. 18 Uhr heute auch Raids für Zuschauer. Ich versuche mich jetzt mal dahin zu setzen und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht ein Shiny haben oder jemand von euch ein Shiny kriegt aus dem Community Raid. Oh. Und jedes Mal, wenn so ein Windzug kommt, wird das ganze Blattwerk durcheinander gewirbelt und alles spritzt auf mich drauf. Ich möchte jetzt trotzdem mal ganz kurz hier mit euch in den Community-Tab auf dem Kanal gehen, dass ihr erstmal seht, wer sich überhaupt angemeldet hat. Wir haben nämlich hier gepostet, Community Raid 12.04 Uhr mit Eviltal. Und wir haben Hikaru86, Oliver, Holmes, Sherlock, Blood and Tear, Senpai Shadow 21, plus Jason aus L, Master Gossi, Aluhut, Shiny Pro und NetGhost. Der Rest war leider zu spät. Das wird leider nichts. Wir haben auch eine Konda-Übersicht gepostet. Das Ding ist ja Unlicht und Flug. Das heißt, ihr nehmt am besten Gestein, genau. Weil ihr könnt ja nicht Kampf gegen Unlicht nehmen, weil das ist ja Flug und deswegen bringt es nichts. Also nehmt einfach Gestein, dann könnt ihr da drauf zimmern. Oder Elektro gegen Flug. Die haben ja auch Mega-Entwicklungen drin, die haben Ultra-Bestien drin, sonst was. Ich glaube nicht, dass jemand Voltrian auf, in 100% auf Level 50 hat. Deswegen haltet euch an Sekrom, an Voltolos, an Rihonja, Ramaidon, die sind immer gut. Oder Mega-Entwicklungen, Aerokak, Sprühl. 21,60 ist der 100er Wert oder 27,1. Das versuchen wir uns zu merken. Im Community-Tab findet ihr auch hier nochmal eine Übersicht über das Event, was aus Eiern kommt, was wild kommt, was aus Feldforschungen, welche neuen Pokémon, welche Kostüme und so weiter. Wir gehen aber jetzt zurück, müssen nämlich hier jetzt auf den Raid. Ich hoffe, der Zwischenspeicher funktioniert noch. Ich habe mir nämlich hier und da 5 Leute eingespeichert, die ich dann jetzt einfach einlade. Ich gehe jetzt auch einfach hier drauf. Ich glaube, ich werde das jetzt einfach öffentlich machen. Ohne private Gruppe. Ich meine, es ist schlechtes Wetter. Gefühlt spielt eh keiner mehr. Geht jetzt also einfach hier rein. Senpai, Holmes, Hikaru, Blood and Tears. Und hier drüben. Ja, natürlich habe ich es verkackt. Nein, weil ich im Zwischenspeicher jetzt den Scheißtext von der Infografik habe. Das heißt, ich muss nochmal hier raus. Muss nochmal schnell hier rein. Muss ganz kurz gucken, ob ich die Leute finde, die ich noch einladen muss. Oh Mann. Das ist. Es müssten die letzten sein. NetGhost, Shiny,
Alu, Master G und Jason jetzt noch auswählen. Ein Shiny Pro habe ich nicht gefunden. Jetzt muss ich nochmal gucken. Shiny Pro, Shiny Pro, Shiny. Hä? Shiny? Aber der hat doch mir eben das sogar noch eine Anfrage selber geschickt. Sehe ich nicht auf dem Account. Ich gehe mal hier ganz kurz raus. Guck mal, ob wir den hier über den einladen können. Ist schon wieder ein wildes Durcheinander. Hier kann ich nicht mehr einladen. Ich habe dem noch eine Einladung geschickt. Der hat die Einladung angenommen und hat mich selbst zu einem Raid eingeladen. Kurz bevor ich überhaupt los bin. Und jetzt, wenn ich Shiny eingehe, sehe ich Shiny Hunter, Shiny Bubi, Shiny Dings, Shiny Zone, aber kein Shiny 0 Pro 0. Das heißt, der fehlt. Es sind trotzdem 11 Leute. Jetzt habe ich auch gar nicht auf die Konto geachtet, was überhaupt drin ist. Ich sehe hier auf jeden Fall Despota mit Gestein, also mit Steinkante. Hier ist Rihonja mit Steinkante. Also sorry, Shiny Pro. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt auch auf 0. Da stand auch nichts dabei. Das heißt, du warst schon mal mit dem Account befreundet. Wurdest irgendwann gelöscht? Glaube ich eigentlich auch nicht. Ich dachte, wenn ich dich jetzt adde, bist du ganz neu dabei und ich muss es nur rumdrehen auf Freundschaftslevel. Du stehst dann unten ganz frisch, aber da stand nur Jason aus Elm und der war auch schon eingeladen. Vielleicht waren wir doch irgendwann mal befreundet, haben schon ein oder zwei Herzen und du bist irgendwo in der Liste, sodass ich dich jetzt nicht gefunden habe. Oh, Zauberschein, der greift mit Frustration an. Ja, so kommt es, wenn man nichts auswählt und dann einfach nur blind drückt. Ansonsten, keine Ahnung, muss ich nochmal gucken gleich nach Shiny Pro, wo der in der Liste verschwunden ist. Wir haben jetzt hier 55 Sekunden gebraucht, ist eigentlich relativ fit. Kann man auch zu zweit machen, habe ich gesehen. Gibt viele Leute, die haben schon da ein Duo-Raid auch hochgeladen. Vielleicht beim letzten Mal, mittlerweile müsste es ja dann noch besser gehen, weil man ja noch bessere und kräftigere Pokémon hat. Ich hoffe, der Rest war wenigstens alles drin. Ich hoffe, beim Rest hat es wenigstens gepasst. Jetzt habe ich das Zeug weggedrückt. Ich kann es aber hier drüben mal vorlesen. Aluhut, Megameister, Blood and Tears, Kampfstark, Hikaru, Reisender, Oliver, Stylish, Holmes, Sherlock, letzter Angriff, Dusel gehabt. Mir lässt es jetzt keine Ruhe. Wir gucken kurz mal nach einem Shiny. Es ist kein Shiny. Es ist 21:21. Ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal raus und gucke jetzt nochmal nach dem Shiny Pro. Ich habe Shiny Freund, Shiny Zone 4, Shiny X-Hunter XD, Shiny Hunter Bubi. Wo ist Shiny Pro? Es ist kein Shiny Pro dabei, obwohl der mir doch vorhin eine Anfrage geschickt hat. Obwohl der mich doch vorhin eingeladen hat. Vielleicht hat er sich selbst rausgenommen, obwohl das eigentlich total Quatsch ist. Warum sollte er das tun? Naja, egal. Es bleibt wie immer ein Mysterium. Der Community Raid immer wieder für eine Überraschung gut. Wir versuchen jetzt hier Eviltal mal einzutüten. Dann können wir gleich schon mal üben für Mittwoch zur Raid Mania, wenn ich eure Einladungen annehme. Okay. Das war nix, da müssen wir höher. Der Kreis passt aber für einfach fabelhaft. Das stellen wir auch mal weg. Zimmern jetzt hier drauf. Und er ist direkt drin im ersten Ball. Das sieht doch gut aus. Direkt im ersten Ball drin. So möchte ich das bitte haben. Es gab auch 5 XL-Bonbons. 13 haben wir jetzt insgesamt. Wir können ihn auch kurz bewerten hier. Auengrund Thüringen. 13, 12, 11. Und für alle, die es mir nicht glauben, Eviltal. Wir haben unser 100% Eviltal schon auf Level 50 mit Tiefschlag, Finster Aura, Psychokinese, den damals von Taubsi2Go erhalten, in einem Glückstausch am letzten Tag, wo der da war. Bei mir geht es also um nichts. Ich werde also meine 2 freien Pässe jeden Tag machen. Werdet die natürlich gucken, dass ich da ein paar Leute immer mal dazu nehme, die gerade spontan online sind. Meine 2 freien Pässe also machen, in der Raid Mania mich einladen lassen, da eine Stunde durchraiden. Das ist ja Tradition, egal welcher Raid-Boss da ist. Ansonsten kann ich es ruhig angehen lassen. Und mein Tipp ist immer noch, nach Eviltal kommt Xerneas. Auch dann mit Shiny-Einführung.
Und sonst im Oktober vielleicht Giratina, Darkrai, irgendwas komisches, Mega Banett sicherlich. Aber das alles Spekulation. Schreibt mal rein, wart ihr dabei? Habt ihr es geschafft? Habt ihr ein Gutes bekommen? Habt ihr ein Shiny bekommen? Aber bitte lasst mich nie wieder in dieser hässlichen Arena raiden und nicht so dumm sein, dass ich vorher irgendwann mal irgendwas poste und nochmal kopiere, wenn dadurch meine komplette Einspeicherung weggeht. Wo ist Shiny Pro gewesen? Wenn ihr es wisst, schreibt es rein. Oder er selber. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Heute Abend 18 Uhr Raids für Zuschauer.